Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück in Trains in World 3 und drehen mal wieder eine Biege nach Fahrplan. Heute für mich das erste Mal mit der Baureihe 110 und linke Rheinstrecke will ich zwar hier aus, fahre dann aber auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr und ankommen tue ich auf Augsburg-München und das möchte ich auch, also dubios, die Wege des Spiels sind manchmal unergründlich. Wir fahren nach München von Augsburg um 12.06 Uhr über ungefähr 48 Minuten, dynamisches Wetter mag ich nicht und ich bin wieder mal der Schönwetterfahrer in Person, von daher fahren wir einfach zum 1., zum 2., zum 3., zum 4. Juli bei klarem Wetter und legen direkt los. Wie immer gilt, PZB, SIFA und Kurse, meine Freunde, oder eben auch nicht. Wir werden es gleich sehen und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem kleinen Video. So, 412,2 Tonnen bei 7 Zugeinheiten bei 175,3 Meter Länge. Durchaus beachtlich. Richtungsschalter gesteckt nach vorn und dann gucken wir mal von außen. Rechte Seite, zip, Türen auf und Türen gehen auf. Das ist die gute 110. Sieht schon sehr nice aus. Gefällt mir richtig gut. Hatte ich tatsächlich in der Kombination, glaube ich, damals von Fleischmann H0 eine ganze Garnitur, auch mit den Dostos hinten dran. Wo ich sage, eigentlich trifft hier alte, neue Epoche, gell? Und während ich das sage, weiß ich nicht, ob meine Modellbahn, Teppichbahn, die Doppelstockgarnitur mit einer 111 statt mit einer 110 ausgerüstet war. Wahrscheinlich schon eher. So, relativ lang der Zug. Sei es drum, wir können auch schon, warten Sie bis 12.07 Uhr, okay, 12.37 Uhr Sekunden, wir haben noch knapp eine Dreiviertelminute. Gehen wir nochmal rein und gucken, ob wir klarkommen. Bremsschlüssel, zip. Was müssen wir noch machen? Wir schalten mal die SIFA ein, wir schalten die PZB ein, wir schalten die ein. Die ein, sind die an? Ist das hier an? Ja, ist an. Okay, ich glaube, wir haben schon alles, was wir brauchen. Und können dann eigentlich die Türen schließen. Rechts verriegeln. Nimm dann die Bremse gleich raus, oder? Direkte Bremse können wir lösen. Die können wir lösen. Und wir sind abfahrbereit in weniger 5 Sekunden. Na, das schaut schon mal gut aus. Ja, ich habe eben keine Übungsrunde gedreht. Tatsächlich wollte ich nur einfach gucken, ob alles lädt, ob alles passt. Pam, und genau. Tatsächlich, wenn ich zu viel Leistung reinhaue, haut es mir gleich den Hauptschalter raus. Eigentlich wollte ich es euch nur erzählen und nicht zeigen. So, nächster Versuch. Also verstehe ich, man muss hier sehr behutsam mit der 110 anfahren. Ist nicht so einfach. Also was heißt, ist nicht so einfach? Entsprechend etwas mehr mit Augenmaß. Sagen wir es mal so. Gut, Wasser. Nicht schneller als 45. Schaffen wir. Und dann sind wir schon unterwegs. Noch gar nicht von draußen geguckt. Wir steigen gerade nochmal aus und schauen uns das Spektakel von draußen an. Gut schaut sie aus, oder? Schick, schick. Also, ob die 110 mit der Dosto-Garnitur so im Real Life unterwegs war oder unterwegs ist, weiß ich nicht. Ich kenne mich viel zu wenig aus. Da könnt ihr wieder mit mir schimpfen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob sowas gab. Ich bin mir da recht unsicher. Wenn mir jemand die Pistole auf die Brust legt und sagt, Jacko, entscheide dich, gab es das oder nicht? Ich glaube fast, es gab es nicht. Die 111 natürlich, aber die 110 mit dieser Dosto-Generation, ich weiß nicht. Naja, sei es drum, wir fahren damit jedenfalls. So, müssen wir ein bisschen gucken, dass wir unter 45 bleiben. Aber ist gebongt, kriegen wir hin. Und wir halten denn schon in 1 Kilometer bei Augsburg Hauenstädter Straße, Gleis 4. Was gibt es noch zu sagen? Ich weiß noch gar nicht, wir müssen uns hier erstmal ein bisschen anfreunden miteinander. Die 110 und ich. Kann mich da nur wiederholen, tatsächlich mein erster Ritt, just in dem Moment, auf dem Geräten. Befreiung möglich. Befreit, 800 Meter, SIFA. SIFA kommt ein bisschen leise. Und ja, ich muss auch sagen, die Vertonung, die Soundeinstellung, die ist hier ähnlich wie bei 903. Ich muss tatsächlich in OBS verdammt weit das Spiel runterregeln. Also wenn ich mit einer 423 fahre, habe ich den Transim-World Sound fast ja, doppelt so laut, sage ich mal, eingestellt, dass hier meine Stimme und der Spielsound gut übereinander kommen. Naja, so, wir haben noch wenige 100 Meter, wir beschleunigen jetzt gar nicht groß rein. Hätte ich mal wohl noch machen können. Bin auch schon wieder über, beziehungsweise hinter Fahrplan.
und habe auch noch kein Gefühl für die Bremse. Welche Bremse nehmen wir überhaupt? Ne, nicht die direkte. Wir nehmen die hier. Und bremsen mal rein. Ja, die kommt. Okay. Die kommt gut. Sogar ein bisschen zu früh. Sei es drum. 25 Meter vorher. Nimmt er aber an. Das ist ja immer die große Frage. Dann gucken wir mal hinten raus, ob wir auch wirklich richtig im Bahnhof stehen. Aber der ist lang genug, ja. Und wir stehen. Passt. Münchner Hauptbahnhof. Bin ich gespannt, wie gut wir durchkommen. Die schaut schon wieder schick aus. Gefällt mir. Wirklich nice. Ja, und ich muss sagen, in Gänze erinnert mich die 110 schon, links verriegeln, an die 103 und andersrum. Von außen, von der Soundkulisse her, zum Beispiel hier, wenn das nicht sogar 100% ident ist. Und in, es ist auch so, dass die relativ ähnlich sind vom Fahrpult her. Ja, wieder, ich mache den Fehler jedes Mal jetzt gerade. Das heißt jedes Mal, ich bin zweimal jetzt bisher, einmal in der Übung und einmal mit euch eben, und jetzt das dritte Mal. Muss ich mich dran gewöhnen, dass man hier die Leistung sehr behutsam reinlegt. Und dann aber, ja, dranbleiben, dass wir schnell hochkommen, dass wir ja auch loskommen. Gucken wir nochmal von außen. Schick. So driften wir mal rüber Richtung München. So, Freibahn mit Marzipan. Nächste Halt in 2,8 Kilometer. Augsburg, Hochzoll. SIFA. Und wir dürfen schon auf 150 km hoch. Wenn es dann auch in 2,4 Kilometer wieder auf 130 runter geht. Ja, und wie gesagt, auch fahrpultmäßig einer biegt das Ding stark an die 103. Natürlich vom Fahrstufenregler erstmal per se. Aber ich muss auch sagen, wie heißt denn das Ding? Der Richtungsschalter, noch viel mehr der SIFA-Schalter, wenn das nicht 1:1 der gleiche ist. Und hier auch die Anordnung der gesamten Bremskulisse. Was ist denn das hier oben? Makro? Ah, nice, okay. Absperrhahn für Makro, okay. Richtig für Makro? Hm, das ist, wenn man den... Und den jetzt? Okay. Ist der überhaupt nötig? Ich weiß es nicht. So, SIFA hatten wir, die Bremskulisse, Bremsschaltkulisse und auch hier drüben die Schaltkulisse ist recht identisch, finde ich, zu 103. Aber die sind ja auch beide in derselben Epoche unterwegs und auch damals, denke ich schon, gab es ja ein Zielbild innerhalb der Entwicklung, einheitliches Erscheinungsbild, Fahrpult, Bild zu generieren. Kann mir schon vorstellen, dass was dran ist und dass daher das auch rührt, dass es hier halt entsprechend identisch ist. So, wir müssen runter mit der Bremse, mit der Geschwindigkeit. SIFA. Ja, und dann geht's gut bergab. Mit der Geschwindigkeit. Also die Bremse ist sehr performant, das passt schon mal. Da sind wir Schlimmeres gewöhnt. Fahrplan, hängen wir schon richtig hinterher. Naja. Erste Fahrt, mal kennenlernen und selbst nach der tausendsten Fahrt wird es wahrscheinlich auch noch nicht besser sein. So, gucken, dass wir einen Haltepunkt mal ein bisschen solider treffen als eben. Ja, wir werden wahrscheinlich immer noch... Da muss ich noch ein bisschen üben. Aber gut, auf 10 Meter ist es schon okay. So, links entriegeln. Wir gucken mal von draußen. Schöne Zugbegegnung am Bahnhof. Mag ich auch.
bisschen Betrieb hier. Nice. So, können wir schon zumachen? Nö. Lange Aus- und Einsteigezeit. Aber wir können schon mal die Bremse lösen. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. So, Achtung, Checo. Nicht zu schnell die Fahrstufe reinhämmern. So, und dann fasse ich nochmal zusammen, was ich im letzten Stream gelernt habe hinsichtlich der Lackgebung der Lokomotiven zu der Zeit, der Epoche, wo auch die 110 herkommt und sicherlich auch ein Stück weit drauf. Was ist hier los? Warum kommen wir nicht hoch? Achso, uns hat es wieder rausgeknallt, oder? Ja, na klar hat es uns raus. Verdammt. So, knickknack auf 3, Sifa und jetzt aber, lass kommen die Bude. Also bevor wir über Lackierung sprechen, probiere ich hier nochmal ein bisschen Gas zu geben. Nächster Halt in 5,8 Kilometer Kissing. Und wir haben mehr oder weniger freie Fahren. Na, jetzt haut es uns aber den Hauptschalter, wenn ich es nicht raus. Okay. Ja, ich denke, wir sind dabei weit noch nicht im Optimum beim Anfahren. Das geht noch viel besser. Da müssen wir uns ein bisschen einfuchsen. So, ja, nochmal von draußen geschaut. Der weiße Latz heißt Orientrot. Wer ist der weiße Balken? Wer ist Verkehrsrot? Und entsprechend auch von der Farbgebung etwas anders. Das ist meine Erkenntnis, die ich habe. Wenn der weiße Latz vorne drauf ist, sprechen wir auch generell von Orientroter Lackierung. Wenn es den weißen Balken vorne drauf gibt, dann ist es eher der verkehrsrote Ton. Ob das im Grundsatz so immer gilt, wie ich es jetzt gerade annehme, weiß ich nicht. Ich unterstelle einfach mal ja. Gut, schönes Wetter, alles klar, wunderbar. Kann man irgendwo hier? Ach, mache ich das mit der Hand bei der 110? Nein. Ist ernst, gell? Krass. Oh, Sifa. Na, interessant. Ja, viel mehr kenne ich und kann ich noch nicht. Aber wir sehen mal zu, dass wir erstmal nach dem Fahrplan hier halbwegs solide durchkommen. Einfach nur mal wieder so. So, 145 km/h. Wir sind unter Volllast. Fahrstufenriegler 28 ist maximal, gell? Und ja, interessant, wie sich die 110 fortbewegt. Ich müsste glatt auch mal googeln, was wirklich jetzt die Unterschiede sind zwischen der 110 und der 111. Ob das hinsichtlich der nächsten Generation wirklich ein Quantensprung ist oder eigentlich nur ein Lokomotiv-Update, ein umfangreiches. Wahrscheinlich zweiteres. Es wird einfach nur eine Weiterentwicklung sein. So, wahrscheinlich bin ich... Wir gehen mal auf Vollbremsung, damit ich sie nicht vergeige, wenn ich sie schon vergeigt habe. Shit. Naja, ich bleib mal noch zuversichtlich, dass wir das schaffen. Aber da muss ich ein bisschen aufpassen. Dass wir hier nicht vorbeirauschen. Wobei es auch wieder spannend ist. Der Bahnsteig ist viel länger und hier gibt er uns den Haltepunkt extrem weit vorne. So, alle Mann festhalten. Und trotz alledem kommen wir noch wieder auch vorm Haltepunkt zum Stehen. So, also gucken wir auch wieder raus, wie wir eigentlich hinten im Bahnsteig stehen.
Ja, geht. Nee, geht nicht. Ach du Schande. Aber das hätten wir nicht mal mit der Garnitur geschafft, wenn wir auf dem Haltepunkt gestanden hätten. Habt ihr schon im Gefühl gehabt? Warum auch immer der das so macht? Sei's drum. Ist denn jetzt so? Alles nicht so wild. Wichtig ist, dass wir ankommen, durchkommen. Fahrplan, na, nicht schön. So, Türen verriegeln, rechts verriegeln und dann geht es weiter. Führerbremsventil lösen. Auf 3. Falsche Kamera natürlich mal wieder. Nimm mal die vom anderen Bahnsteig. Langer Zug. So. Ja, Freunde, und ohne komme ich hier noch gar nicht klar. Auch wenn ich hier sehe, Fahrstufe 14. Ah, interessant. Da muss man aber auch schon gut hingucken. Und wir müssen gucken, wo sehen wir die Angabe? Wie nennt man die Angabe? Zur Leistung, zur eingelegten? Ja, ohne würde ich noch nicht klarkommen. Sollte ich aber langsam mal angehen, dass ich es schaffe, ohne HUD zu fahren. Mal gucken, wo ich mich da in erster Instanz mal rantraue. Wahrscheinlich wird es eher so ein Thema für ein ICE in der ersten Runde. Anstatt hier. So, also wir lassen ihn mal drin. Schieben aber mal ein bisschen nach. Und ich bin wieder nicht konzentriert auf die bestmögliche Beschleunigung gefahren. Schade. So. Dann müssen wir noch an mir arbeiten. Also der bisherige Zugverkehr auf der Strecke finde ich ganz cool. Wir haben schon relativ viel gesehen, auch relativ viel Gemischtes. Güterzuggarnituren, entsprechend eine identische Dosto-Garnitur, ICE. Also gab es schon eine ganze Menge. Schön, schön. So, und in 1,3 Kilometer Mering St. Afra. Kenne ich kein Stück. Noch nie gehört. Bin ich wohl zu selten zwischen München und Augsburg unterwegs. So. Und wir bremsen schon mal runter. Ich glaube, ist auch angebracht. Abermals die Frage, wie gut wir hier einen Bremspunkt erwischen, beziehungsweise einen Haltepunkt. Und ja, nach dem Bahnhof werden wir dann wohl auch Zeitraffer mit einbauen, dass wir hier vorankommen im Video. Und immer von Bahnhof zu Bahnhof im Zeitraffer springen. Der Piepton würde mich auch interessieren. Wenn ihr wisst, was das ist, was ihr bestimmt wisst, schreibt es mir gerne mal. Ich weiß es nicht. Nimm das halt immer so zur Kenntnis, ohne zu wissen, warum, wieso, weshalb. So. Einsteigen bitte. Okay. Warum auch immer ich hier nicht. Jetzt komme ich hier rüber. Sind wir im Bahnhof eigentlich drin? Sind wir drin, okay. Ja, und feinstes Wetter, gell? Ich freue mich auf den Sommer, Freunde. Ich kann die kalte, nasse, graue Suppe draußen im Real Life nicht mehr sehen. Also wird wirklich Zeit, dass das hier vorangeht. Mit schönem Wetter und so. So, Bremse raus. Lösen. Gang rein. Auf 3. Nächster Halt in nur 1,9 Kilometer. Okay, der Zeitraffer war nicht. Sondern probieren gerade mal den Fokus jetzt wirklich auf eine solide Beschleunigungskurve zu legen. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr einen Blick aufs HUD mitwerft.
ist jetzt relativ gut. Auch wenn ich sagen muss, dafür kommen wir trotzdem auch noch nicht so richtig aus dem Knick. Aber ich glaube, wir fahren gerade oder haben gerade am Optimum beschleunigt, mehr oder weniger. Tun es ja immer noch. Ah, okay. Schade. Hat uns nochmal rausgehämmert. Na gut. Nächster Bahnhof. Beziehungsweise beim nächsten Beschleunigungsvorgang am nächsten Bahnhof. Neue Runde, neues Glück. Jo, und ich bremse schon ein bisschen rein. Denke, so passt es gerade mal. So, habe auch wieder keinen blassen Schimmer, wie viele Bahnhöfe eigentlich noch vor uns liegen bis München. War ich wieder zu vorsichtig? Also hier das richtige Maß zu finden, ich glaube, da brauche ich noch eine Weile. Fühle ich mich noch nicht wirklich sicher. Und bei weitem nicht am Optimum hinsichtlich einem effektiven, soliden Abbremsverhalten. Auch mit Blick natürlich immer auf Fahrgastkomfort. Also hier reinschmettern wie ein Elch und dann mit Vollbremse noch gerade zum Stehen kommen, hat nichts mit gekonnten Bremsen zu tun, gell? Man sollte schon schauen, dass man da einem adäquaten Bereich bleibt. So, aber das, was wir jetzt hier machen, ist natürlich auch totaler Bullshit. Jetzt rollen wir halt vor bis auf 20 Meter und dann geht's in die Bremse. Ja. Gibt noch viel Luft nach oben diesbezüglich. Aber vielleicht haben wir noch ein bisschen die Möglichkeit dazu. So, links entriegeln. Und wir gucken mal von draußen. Stehen wir richtig drin? Wahrscheinlich, oder? Ja. Schicker Bahnhof eigentlich. Gepflegt, sauber, viergleisig, soll das heißen, dass ab hier bereits die S-Bahn fährt? Könnte schon sein, oder? So, Türen schließen. Und jetzt probieren wir es nochmal hinsichtlich Anfahrverhalten aus Fahrschalter auf 3, gleich nach. Noch ein nach. Noch ein nach. Weiß nicht, ob wir so richtig reinschalten, reindrücken die Leistung. Also von der Logik her stelle ich mir vor, dass das so richtig ist, wie wir das machen. Mit Blick auf die anliegende Leistung, ob es denn wirklich so ist, auch da korrigiert es mich gerne in den Kommentaren oder verbessert es mich, wenn es anders besser wäre. So. Okay, da hat es nochmal einen weggehauen wieder. Also hinten raus müssen wir gucken, dass wir mit dem blauen Leistungsbalken nicht komplett oben auf Anschlag sind. Da brauchen wir ein bisschen Luft, damit sie sich nochmal in der Traktion kurz blockiert. Was ist hier los? Ruckeln ohne Ende. So, nächster Halt ist denn tatsächlich München-Pasing. Ja, garantiert, weil ab hier die S-Bahn fährt. Oder jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie die Gleiskulisse sich verhält. Na gut, dann fahren wir bis Pasing erstmal durch. Und ich denke, insofern nichts Aufregendes passiert. Zeitraffern wir einfach und sehen uns, hören uns dann gleich wieder kurz vor Pasing. So, kurze Unterbrechung des Zeitraffers. Ich liebe es. Wunderschön. Wir sind ein bisschen zu schnell, gell? Schade, dass man jetzt von der Optik her verlieren gerade bei der Durchfahrt. Macht nichts. So,
So, und rechts von der S-Bahn. 4:23. Okay, muss ich sagen, der Zugverkehr hier ist schon gelungen. Gefällt mir sehr. Mann, und ich weiß gar nicht, warum die Faszination so groß sein kann. Auch einfach bei so einem Parallelfahrt, Überholfahrten. Wahrscheinlich, weil es einen gewissen Seltenheitswert hat, wenn sich so eine Kolosse, solche Eisenschweine, sind es ja mittlerweile jedenfalls nicht mal, jedenfalls nicht der ICE zwingt, gell, aber wenn die sich mal begegnen oder aneinander vorbei bewegen, ist es einfach eine feine Sache. Cool, gut, also haben wir das auch. Weiter geht's. So, wachsam bestätigt, Vollbremsung, shit, ich habe es aber auch zu spät gesehen und ich dachte, ich hätte bestätigt, habe ich aber anscheinend nicht. Gut, bin mir nicht sicher, warum ich das vergeigt habe, aber wir erleben hier eine Zwangse. Und haben uns mal komplett ins Ausgeschossen. Schade. Okay. Huch, so, jetzt. So, aufpassen, dass wir nicht zu viel Leistung reinschalten, gell? Sonst kommen wir gleich wieder. Wer will noch nicht los? Jetzt. So, und dann probieren wir gleich hart am Limit der reinzuschaltenden Leistung wieder in Fahrt zu kommen. So, und wir sind immer noch 13 Kilometer vor Parsing. Also haben noch ein gutes Stück. Muss ich mir nachher mal wieder ein Video angucken, woran es lag. Und ich muss auch ehrlich gestehen, zum Glück habe ich die ganzen HUDs hier noch an, auch rechts oben die Signalinfo, auch den Bremskurvenanzeiger und. Es ist einfach so, dass ich ja als absoluter Laie noch gar kein Gefühl habe, dafür die Signale an der Strecke im Auge zu behalten. Also, selbst wenn ich mir das vornehme, spätestens nach dem dritten Signal ist meine Aufmerksamkeit einfach passé. Also das fällt mir auch extrem auf, wo ich sage, rechts oben mit dem HUD hilft mir ungemein. Das Ziel sollte aber natürlich ein ganz anderes sein, dass ich hier entsprechend volle Aufmerksamkeit permanent auf die Leuchtsysteme, auf die Signale halb habe. Ist ja auch nicht so, dass ich es nicht habe. Oh, wir müssen runter von der Geschwindigkeit, shit. Sorry, Freunde. Zu viel geschnackt. So, wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt auf dem Streckenverlauf, wo auch der ICE fährt? LZB sehe ich, doch sehe ich. So, wieder Zugbegegnung. Heißt anscheinend, dürfen wir wirklich volle Kanne fahren. Oder bin ich dämlich, aber... Moment, wir schauen uns das nochmal aus der Nähe an. Ja, da ist es. Ist es hier eigentlich auch? Nee, das sind die S-Bahn-Gleise hier drüben. Sie fand ich vergessen. Es ist wirklich hier das LZB-Gleis. Also wir sind auf dem Streckenverlauf oder auf den direkten Gleisen, wo wir sonst auch mit dem ICE drüber zischen. So, Leistung nochmal rein. 2 Kilometer geht's runter auf 160. Und ja, insofern nichts Spektakuläres passiert, aktiviere ich einfach nochmal einen Zeitraffer und sage bis gleich.
So, Freunde, ich muss mal wieder runter von der Geschwindigkeit. Und hab vor Aufregung mich sogar fast verbremst. Hab mich vor Aufregung aus Führerstand rauskatapultiert. Not my day, ich sag's euch. Schade. So, hier auch komplett alles rausgeschossen. Jetzt müssen wir mal gucken. Nehmen die Leistung kurz raus. So. Ach, wachsam vergessen, nochmal zu bestätigen. Shit. Zweite Zwangse. Also ihr seht's, sobald es auch nur etwas komplex wird, schießt es mich komplett raus. Das finde ich echt schade. Dafür bin ich einfach viel zu unerfahren. So würde ich das schon sagen. So. Also wir legen die Leistung wieder rein, noch passiert hier gar nichts. Die Bremsen müssen erst noch ja wieder aufmachen letztlich. Ärgerlich, wirklich ärgerlich. So, wir sind dann gleich über Fahrplan. Und zwar jetzt. Und sind noch 2,2 Kilometer vor Parsing. Ach. Verdammt, verdammt, verdammt. Aber gut, ich lerne nie aus, gell? Aber vielleicht lerne ich auch einfach nie dazu. So, und jetzt bloß nicht meinen Standardfehler machen, dass ich über 45 km/h rausknall. Sifa. Also Obacht, Jacko. So, und wie immer euer Tipp, ich soll ruhig 5 km/h drunter bleiben. Dann fahren wir mal so weiter. Aber wenn wir jetzt mit 40 die letzten 2 Kilometer passieren wollen, dann werden wir echt ein Fahrplanproblem noch bekommen hier. Was dann nicht mehr unbedingt auf die leichte Schulter zu nehmen ist. So, müssten wir uns doch gleich wieder befreien können, oder? Befreien? Schau. Wenn ich nicht viel weiß, das habe ich anscheinend schon gelernt. Ein bisschen besser im Gefühl. So, nochmal Zeitraffer nutzt nicht mehr. Die letzten paar Meter bis nach Parsing. Fahren wir zusammen. Kilometer. Okay, wieder overpaced hier. Ach. Also, ich sag's euch. Die 110 lenken. Steuern. I know, steuern. Ist gar nicht ganz so ohne. So, und wir kommen rein im Bahnhof. 700 Meter bis Haltepunkt. Mit gut 2,5 Minuten Verspätung, wenn wir zum Stehen kommen. Parsing, langer Bahnsteig und wir rollern bis hinten durch. So, wieder das Geräusch, Signal, was ich noch nicht verstehe, wofür, warum. So, Fahrgastkomfort, wieder maßgeblich verletzt, würde ich sagen, links entriegeln. Boah, also das war jetzt ein Ritt bis Parsing. Schade, wirklich schade. Sitzen hier noch welche drin? Hier hinten steigen noch welche aus. Hier auch noch, okay. Dann rauschen wahrscheinlich gleich bis München durch, oder? Halten wir zwischendurch nochmal an. Der RE, der wird zwischendurch nicht mehr halten, denke ich. Ach, Freunde. Mit der schönen 110 erstmal eigentlich, naja, schon ganz schön verkackt, kann man sagen. Das geht besser. Ich arbeite dran. So, Türen zu. Bremse los.
Leistung rein. So, nächster Halt, München Hauptbahnhof, Gleis 21. Okay, da haben wir es mehr oder weniger weiß auf schwarz. 130 sind noch erlaubt, alles klar. Dann gucken wir mal, wie schnell war gut wir die letzten knappen 7 Kilometer durchkommen. Mir ist nicht bewusst, dass von Pasing nach München fast noch 7 Kilometer sind. Okay, bin die Strecke schon mehrfach mit dem Fahrrad gefahren, aus diversen Gründen, ohne jemals darauf zu achten, wie weit die Distanz eigentlich ist. Aber dass es 7 Kilometer sein sollen oder waren oder sind, das war mir so nicht bewusst, nicht bekannt. Ich hätte mit wesentlich weniger Abstand gerechnet. So. Leistung ist drin. SIFA. Und wenn ich es gerade noch richtig deute, können wir Gas geben. In 3,8 Kilometer dann runter auf 60. Aber so lange probieren wir noch, gut bei Geschwindigkeit zu bleiben, was halt entsprechend möglich ist. 130 erlaubt. Wir fahren jetzt gerade die Steigung ein Stück hoch, müssen gucken, dass wir nicht zu viel verlieren. Denke aber, wir sind gut auf Kurs. Für den Moment. Unabhängig davon, dass wir wissen, dass wir schon hinter Fahrplan hier hängen. So, auch mal ein bisschen darauf achten, ob und wann wir nochmal wachsam bestätigen dürfen, müssen. Wir gucken mal so ein bisschen voraus. Können vielleicht gerade gut tun, uns helfen ein Stück. Dass wir hier nichts übersehen für den Moment. So, die S-Bahn steht am Bahnhof. Und wir nehmen den jetzt gleich Leistung raus und bremsen mal stark rein. Ich denke, das war jetzt gar nicht so schlecht. Besser geht immer. Aber so gefühlt ist das schon okay. Gut. Perfekt. Jedenfalls für mich. Gut, wachsam. Und da 85 sind wir. Ah, shit. Ja, jetzt haben wir uns verbremst. SIFA. Leistung rein. Das muss ich ja eigentlich mittlerweile auch langsam lernen. Es ist ja generell eigentlich so gut wie immer dasselbe Prozedere. Nach der Donnersberger Brücke, vor der Hackerbrücke mit Zufahrt auf dem Hauptbahnhof. Aber auch da, Freunde. Also meine Lernresistenz ist unheimlich groß bei Trains in World 3. Bei Trains in World generell. Egal ob 1, 2, 3. So, geht noch weiter runter auf 30. Wir machen mal wieder hier. Zip, dann nehmen wir gerade mal die Leistung raus. Bremsen nochmal rein.
So, und Dennis ist auch nicht mehr weit bis zum Haltepunkt. Ich bin gespannt, wie gut wir hier am richtigen Bahnsteig vollständig mit unserer Garnitur reinsäbeln. Ob das was wird. So, der Bahnhof in München, wie gewohnt in Trainsim World, recht leer gehalten. Da lobe ich mir tatsächlich Dresden, wo an dem Bahnhof schon mal richtig mörderviel Züge im Bahnhof platziert sind, einfach stehen. So, was sagt der Fahrplan? Na ja, Freunde, guck mal. Wir werden so gefühlt knappe 2 Minuten Verspätung haben, nicht ganz. Das finde ich schon grundsolide. Für einen Tscheko von Augsburg bis München könnte schlimmer sein. So, Sifa. Leistung ist raus. Krass, dass wir tatsächlich kein Stück langsamer werden, obwohl die Leistung raus ist, wenn wir hier reinrollen. Ja, und der Bahnhof wird wohl lang genug sein. Ich weiß gar nicht, wie weit sind die eigentlich in München am Hauptbahnhof im Bauen? Da ist noch schwer Umbau angesagt, oder? Guck mal. Wir könnten ein bisschen strammer eigentlich reinrollen und bremsen. Aber so geht's doch auch. Auf 10 Meter. Hey. Türen entriegeln. Zip, wir gucken mal raus. Naja, gut, okay. Wenn ich in München am Bahnhof bin, dann fahren die schon näher am Prellbock ran. Hier, so, das ist schon. Das tun die schon so. Da bin ich wieder eine Gurke. Ach, naja. Gut, Freunde, das soll es gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Ebenfalls freue ich mich natürlich auf eure Likes und Kommentare. Ich hoffe, ihr seid gesund. Bleibt's mir gesund und ja, dann sage ich einfach schon mal bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Baba, der Tscheko. Servus miteinander.